So Leute, weiter geht's hier bei God of War. Wollen wir doch mal sehen, was hier weiteres auf uns zukommt. Das Speichern ist immer sehr gut, weil da kann ich immer einen schönen Cut machen, wisst ihr? Ich denke, ich will, dass alles wieder wird, wie es war. Tja, ich würde gerne auf Bäume klettern. Manches ist einfach vorbei. Ich wünschte, Atreus wäre nicht so rastlos. Ich will nur, dass er sicher ist. Ich weiß, Bruder. Doch ihn festzuhalten, bewahrt ihn nicht vor Gefahr. Der Junge ist entschlossen, eigene Fehler zu begehen. Und ich fürchte, Tyr wird einer davon sein. Ich sah noch nie, dass jemand derart gebrochen war. Sein Schmerz ist frisch. Du erwartest zu viel. Ja, mag sein. Ah, kleiner, schlauer Junge. Dass Freya dich immer noch töten will. Sie wäre als Verbündete gut. Das ist keine Option. Nein, ist es wohl nicht. Kannst du nicht schlafen? Schleich dich nicht so an mich heran. Ich muss in Midgard was tun. Was? Ohne mich? Ich dachte, wir sind Partner. Sind wir? Ich war nicht sicher, ob du mit willst. Ich besuche eine alte Freundin. Oh, verstehe. Oh, der geht bestimmt zu ihr. Auch nicht, wenn man bedenkt, dass sie entschlossen ist, sich umzubringen. Das würde sie nicht. Also, ich finde es toll, dass du nur das Beste in jedem siehst. Wirklich. Und ich will, dass du weiterhin so denkst. Aber dafür darf dich auch keiner umbringen. Wir brauchen sie. Das ist es wert. Ja, ich denke aber auch, dass wir die brauchen. Und ich denke auch, die wird uns helfen. Wie wäre es mit einer Alternative? Etwas weniger Riskantes, das dir aber vielleicht Antworten liefert? Wovon redest du da? Ein alter Freund, den du schon länger nicht gesehen hast. Ein sehr riesiger Freund. Jörmungandr, hast du ihn gefunden? Warum zeige ich es dir nicht? Liegt auf dem Weg zur rachsüchtigen Göttin, die dich tot sehen will. Also haben wir Zeit zu entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Also, weißt du, wo Freya ist? Nein, nein. Ich meine ja, aber reden wir erstmal mit der Schlange und dann bringe ich dich. Wieder da oder was, die Schlange? Oh, fett! Oh, das wäre doch cool. Ich habe das auch noch gesagt vor ein paar Parts, dass ich das sehr gerne hätte, dass die Schlange wieder am Start wäre, aber ich glaube, sie ist wieder da. Also ich wusste das jetzt nicht, aber das wäre schon geil. Gut, dass du deinen Schlüssel von Yggdrasil hast. Ich bin wohl ohne meinen aufgebrochen. Hast du es so schnell satt, Gäste zu haben? Was? Nein, ich kann nur etwas frische Luft brauchen. Nee, nee. Tja, hoffentlich magst du es kalt. Sollen wir an deiner Hütte vorbeischauen? Wird uns dein pelziger Freund diesmal begleiten? Nein, ich wollte es dir sagen. Fenrir ist tot. Oh. Tut mir sehr leid, das zu hören. Im Vergleich zu anderen Wölfen war er sehr sauber. Danke. Ich würde dich ja umarmen, aber warum sollten wir unser Trauma noch vergrößern? Na gut, ich habe was Schlimmes beim Helheimturm gerochen. Kennst du den Weg noch? Yep, an den Ruderern vorbei. Aber deshalb glaubst du, Jörmungandr ist dort? Ich weiß, was ich gerochen habe. Tja, ist wohl viel passiert. Ich brauche Antworten. Eine Truhe. Da bin ich doch mal gespannt. Nicht so einfach, was? Sei still! Er wollte das wie sein Vater öffnen, ne? Na, geht wohl nicht. Tja, von allein fängt er kein Feuer. Also, was war los?
Also, Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Es war nicht nur zufällige Magie. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Saba? Ja, doch ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über Riesenmagie. Gut, dann auf deine Weise, Sin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Sie ist giftig? Versperrt. Wie ist der Arm von Tyrs Statue hier gelandet? Finde einen Weg dadurch und ich erzähl's dir. Bin dabei. Es ist Klingstein, aber der Weg ist noch versperrt. Und ich sehe keinen mehr auf dieser Seite. Moment, ich sehe mich mal um. Vielleicht brauche ich einen anderen Winkel. Wird möglich sein. Die kann ich nicht hochheben. Vielleicht mit etwas Hilfe? Sieh mich nicht an. Wer weiß, wo die war. So, dann müssen wir noch mal gucken, wie wir das Ding da wegbekommen. Bei den Ruderern scheint etwas versteckt zu sein, wenn ich das bloß verbrennen könnte. Ja, wenn bloß dein Vater hier wäre. Das habe ich nicht gesagt. Auch nicht. Von hier vielleicht? Siehst du den Klingstein von dort aus? Nee, ich sehe von hier aus gar nichts. Ach, da! Skalvan! Tyrs Arm also. Sehr schön. Dein Vater schuldete Thor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow, tolle Geschichte. Wie auch immer, ist es wahrscheinlich, dass das wieder passiert? Plötzliche, unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Oh, Gegner. Wir haben Besuch. Gibst du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Er sagt, du musst sie anfassen. Mir gefällt, wie du denkst. Wird schon schief gehen. Erst das Handwerk. Junge! Etwas Hilfe wäre gut. Der kämpft gut. Ja, ich bin das gut, dieser Steinhaufen. Weg von mir. Der kämpft richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Soll ich helfen oder nicht? Schon gut. Ich will diesen Exekutierungsmove auf jeden Fall mal mit ihm machen. Sehr gut. Danke, dass du so viele Sachen. Das muss man wirklich sagen, der kämpft fantastisch. Was soll's? Hätte ich nicht gedacht. Wirklich. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Gerade von als ich angefangen habe, mit ihm zu spielen, dachte ich mir schon so, boah, gar keinen Bock auf den, Alter. Aber, doch, der kämpft fantastisch. Der Aufzugschalter ist kaputt. Du kannst das reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das ganze Talent? Vielleicht. Hat dein Vater die ganze Kraft? Wenn ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist. So, auf geht's. Let's go! Warum machst du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt.
Freya würde mich nicht töten. Und Jörmungandr ist wahrscheinlich gar nicht da. Außerdem mag er mich. Er hat mich nur einmal gefressen. Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Tja, wir sind hier. Tja, er ist weg. Hast du es schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht. Ich rede aber nicht vom Horn. Na, bestimmt mit dieser Riesensprache, ne? Jormuteum Senu. Ist gar nicht seltsam. Oh, da passiert was. Yeah, mega! Mega gut! Welch epischer Moment. So geil. Gut. Tja, wir wollen dich nicht aufhalten. Sehr nett. Eisenwald. Was bedeutet das? Dass wir nicht herkommen sollten. Gehen wir zurück. Das ist so gut. Die Tür ist vereist. Vielleicht kann ich... Na, klappt es? Lässt du mich mal machen. Ja, komm, mach, Klugscheißer. Was war eigentlich dein Plan? Zum alten Valkyren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt da ich weiß, wo sie ist. Ja, genau das werde ich tun. Scheiße. Sag Brock nicht, dass ich geflucht habe. Sein Ego wird unerträglich. Hey. Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Und genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Oder komm, bitte. Er ist ein fantastischer Charakter, muss man ehrlich sagen.
Hätte ich niemals gedacht, der lässt sich so super spielen. Krass. Also das war genug Aufregung für einen Tag. Niemals. Wir sind so nah dran. Oh je. Ist vielleicht ein Zeichen. Sei kein Feigling. Ich halte dich fest. Diesmal lasse ich dich auch nicht fallen. Aber nur dieses Mal. Gut, tritt einfach zwischen die Welten. Du weißt, dass es so nicht funktioniert. Aber bei Pestler, das wünschte ich. Siehst du, war das so schlimm? Ich hoffe sehr, dass ich das nie wieder tun muss, falls du das wissen willst. Mein Laden. Wenn ich dich nicht aufhalten kann, dann gehe ich nicht weiter. Ich werde bleiben und das verherrlichen. Wie du willst. Oh, da geht ja jetzt einiges. Was ist denn bei Aggressionen? Ich glaube, die sind gar nicht so verkehrt. Das kann ich bestimmt nicht zerstören. Ich muss woanders lang. Willst du wirklich mit der Pfeilspitze da reingehen, die ihren Sohn getötet hat? Ich versteck sie unterm Hemd. Außerdem ist es eine Mahnung, besser zu sein. Du brauchst eine Mordwaffe, um besser zu handeln? Sie verleiht mir eben Mut, ja? Ist das denn so schlimm? Wenn du dadurch glaubst, Freya von irgendwas überzeugen zu können, dann ja. Ich muss es versuchen. Kaching. Einfach weiter. Hältst du das echt für eine gute Idee? Du hast doch keinen Plan. Brock sagt, manche Leute brauchen Chaos. Ich glaube, er hat recht. Ja, das tun wir wirklich. Das gibt's wirklich so. Hier geht's um Leben und Tod. Und um Ragnarök. Wir müssen was tun. Und das ist die letzte Option. Weiterleben. Das ist eine Option. Gut. Wo lang geht's zum Rad? Solange ich nach oben und vorwärts gehe, komme ich sicher irgendwann an. Ja, genau. Sehr schön. Blockiert. Ich muss zuerst das Schallteil zerstören. Also, ich brauche nur einen anderen Winkel zum Klingstein. Ja, den kriegst du. Ah!
Junge! Das sollte gar nicht verkehrt sein, da lang zu laufen. Genau, perfekt. Mann, wenn Vater mich jetzt sehen könnte, er würde durchdrehen. Ich müsste nichts verbergen, wenn er mir vertrauen würde. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du lügst? Stimmt. Gutes Argument. Wenn du auf mich gehört hättest, kann ich nicht dasselbe sagen. Was meinst du, von wem ich das habe? Weiter hoch. Was würde Mutter tun? Warum vertraust du ihr nicht? Warum erzählst du mir nichts? Diese Käfer, die haben irgendwas zu bedeuten. Oh. Was war denn los? Wow, 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 wow. Hier! Taekwondo, Junge. Guter Dritt, Junge. Weg. Ich bloß ein Kompass. Oh, Nachtmare! Das Spiel flasht mich so sehr, Leute. Ja,
Oh, verdammt. Die Musik gefällt mir auch wieder sehr gut, wirklich. Was ist da rausgefallen? Ah, eine gute Kiste. Ich kann das, richtig? Ja, ich kann das. Sehr schön. Freya dürfte nicht mehr weit sein. Ich muss nur diese große Tür finden. Bist du das da oben? Hallo da unten. Hey, bist du zur Vernunft gekommen? Ja, ich meine, ich überlege es mir nicht anders. Ha! Du hast doch Zweifel. Hey! Hast du die nie? Besser als etwas zu bereuen. Das stimmt, da hat er recht. Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme. Aber bitte, mach weiter. Die Reue ist vielleicht auch nicht weit.